Worauf sollten Sie achten, wenn Sie sich ein Haus anschauen, das Sie eventuell kaufen möchten? Das ist das Thema unseres heutigen Videos. Viel Spaß beim Ansehen! Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Expertenkanal von Hoch3 Immobilien aus Ingelheim. Mein Name ist Felix Hoffmann und als Ihre Experten für den Verkauf von Häusern und Wohnungen in Ingelheim, Bingen, Mainz und Umgebung haben wir es uns auf diesem Kanal zur Aufgabe gemacht, alle möglichen Themen rund um den Kauf und Verkauf von Häusern und Wohnungen für Sie in kurzen Videos verständlich zu erklären. Falls das prinzipiell für Sie interessant ist, abonnieren Sie unseren Kanal, verpassen Sie keine neuen Videos mehr. Und jetzt geht es los mit unserem heutigen Thema, nämlich worauf sollten Sie besonders achten, wenn Sie ein Haus besichtigen, das Sie eventuell kaufen möchten. Also das ist ja im Prinzip auch eine Standardfrage bei einem Besichtigungstermin, die uns eigentlich quasi fast jedes Mal gestellt wird, wenn es sich um eine, ja ich sag mal, etwas ältere Immobilie handelt, vor allem um ein älteres Haus. In der Regel möchten die Kunden ja auch wissen, was sollte hier noch gemacht werden. Viele der Interessenten sind einfach Laien auf dem Gebiet, schauen vielleicht erst zum zweiten, dritten, vierten Mal, hatten bis jetzt noch kein ähnliches Objekt besichtigt, das vielleicht wirklich, sage ich mal, schon etwas älter ist, und stellen uns dann natürlich auch die Frage, worauf sollten Sie denn hier achten? Oder was wäre unsere Empfehlung, was Sie in diesem Haus renovieren, sanieren oder modernisieren sollen? Und genau zu dieser Frage wollte ich heute mal die wichtigsten Punkte aufgreifen. Wir fangen mal ganz oben an im Haus, und zwar das Dach. Das Dach ist auf jeden Fall ein Gewerk, das Sie sich schon mal etwas genauer anschauen sollten, wenn Sie eine ältere Immobilie besichtigen. Es geht oftmals nicht nur um die Ziegel oder eine eventuelle Dämmung, sondern auch um das Gebälk. Ziegel sind relativ einfach zu tauschen. Das ist jetzt auch nicht mit immensen Kosten verbunden, hält sich eigentlich einigermaßen im Rahmen. Aber wenn das Gebälk wirklich einen Schaden hat oder da von irgendwelchen Holzwürmern oder sonstiges befallen ist, dann kann das unter Umständen schon etwas teurer werden. Hängt natürlich immer davon ab, wie handwerklich geschickt Sie als Interessent sind, ob Sie da eventuell das eine oder andere selber machen können oder ob Sie das Gewerk komplett an einen Handwerker vergeben. Das heißt, dass der Ihnen quasi einmal das Gebälk neu aufsetzt und das Dach dann noch neu eindeckt. Manchmal, wenn Sie vielleicht Wasserflecken sehen oben, mal angenommen die oberste Geschossdecke, also die Zwischendecke zwischen dem letzten Geschoss und dem Dachboden ist gedämmt und das vielleicht auch sogar mit USB-Platten verkleidet, also das heißt, über der Dämmung liegen dann nochmal USB-Platten, sehen Sie oftmals vielleicht den ein oder anderen nassen Fleck oder wo es vielleicht mal nass gewesen ist. In der Regel ist sowas kein Problem, da gibt es vielleicht einfach nur einen Schaden an einem Ziegel, dann wird dieser eine Ziegel ausgetauscht und dann ist das Thema erledigt. Also nur weil Sie irgendwo Wasserflecken sehen, heißt das nicht, dass das komplette Dach neu gedeckt werden muss. Und da müssen Sie auch erstmal keine Angst haben, dass Ihnen das Dach da wegbricht, nur weil da vielleicht ein, zwei Wasserflecken sind. Wie gesagt, das kann auch einfach an einem defekten Ziegel liegen, der dann ausgetauscht wird. Und ja, die Kosten dafür halten sich wirklich absolut im Rahmen. Das nächste Thema wären jetzt auf meiner Liste die Fenster. Fenster ist auch immer so eine Sache. Sind es Holzfenster, sind es Kunststofffenster? Wir haben jetzt aktuell ein Haus im Verkauf, das ist schon etwas älter. Die Fenster sind aber 1988 gemacht worden. Das sind Kunststofffenster, die sind doppelt verglast. Das ist soweit in Ordnung. Das wäre nichts, was Sie jetzt direkt machen müssten, weil wenn die Fenster bzw. die Scharniere gepflegt sind und die Fenster ordentlich auf und zugehen, kann man vielleicht mal nachschauen, ob man die eine oder andere Gummidichtung nochmal erneuert. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass es absolut notwendig ist, dass hier die Fenster getauscht werden müssen. Der nächste Punkt wäre Strom. Strom ist so eine Sache, da geht es auch so ein bisschen um das Thema Sicherheit, nämlich gerade was den Verteilerkasten betrifft, ist da schon ein FI-Schalter eingebaut, der rausfliegt, wenn das Netz überlastet ist, oder gibt es den nicht? Gibt es da vielleicht noch alte Drehsicherungen oder sind es wirklich schon modernere Schalter? Und beim Strom sollten Sie eigentlich mal ein Augenmerk darauf legen, sind die Kabel zweiadrig oder sind es schon dreiadrige Kabel? Also wenn schon dreiadrige Kabel im Haus verlegt sind, dann müssen Sie sich da eigentlich eher weniger Gedanken drum machen. Das ist heute auch nicht anders, wenn Sie ein Haus neu bauen. Dann können Sie ganz einfach einen neuen Kasten vielleicht anbringen und einen FI-Schalter einbauen und damit ist das Thema Strom dann eigentlich auch erledigt.
Wenn es nur zweiadrige Kabel sind, dann sollten Sie vielleicht mal drüber nachdenken, die Stromleitung zu erneuern. Und auch da hängt es von Ihrem persönlichen handwerklichen Geschick ab oder von dem handwerklichen Geschick Ihres Freundeskreises. Es hat ja immer mal irgendjemand einen Bekannten, der vielleicht Kabel verlegen kann, Schlitze klopfen kann, wie auch immer. Natürlich nicht den Anschluss machen, also den Hauptanschluss oder irgendwie an einen Kasten anschließen. Das überlassen Sie bitte einem Elektriker. Aber die Vorarbeit können Sie auch weitestgehend selber machen. Beziehungsweise, wenn Sie da jemand haben im Freundeskreis, der vielleicht handwerklich begabt ist und Sie dabei eventuell unterstützen könnte. Der nächste Punkt wäre die Heizung. Bei der Heizung sollten Sie auf jeden Fall mal schauen, wie alt ist sie? Läuft die jetzt schon 25 Jahre? Dann kann es gut sein, dass die vielleicht im nächsten Winter auf einmal den Geist aufgibt und ihren Dienst versagt und einfach nicht mehr geht. Das wäre natürlich nicht so toll. Dann müssen Sie nämlich relativ kurzfristig einen neuen Brenner einbauen. Aber wenn es sich wirklich nur um einen neuen Brenner handelt, dann müssen Sie sich keine Gedanken machen. Die Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage, wenn es wirklich nur der Brenner ist, sind nicht so immens hoch, wie sich die meisten Leute das vorstellen. Viele Menschen denken, da kommen Kosten auf einen zu in Höhe von 30.000 Euro oder weit darüber. Das ist nicht der Fall. Ein neuer Brenner kann schon angeschafft werden zwischen, ich sag mal, 3.000 und 10.000 Euro, je nachdem, wie viel Heizlast dieser Brenner bringen muss, also wie groß das Haus ist, wie viele Heizkörper im Haus vorhanden sind. Aber das sind wirklich nicht die immensen Kosten, mit denen die meisten Leute rechnen. Wenn es natürlich so ist, dass die Warmwasseraufbereitung dezentral stattfindet, das heißt über Durchlauferhitzer oder Warmwasserboiler, und Sie möchten auf jeden Fall eine zentrale Warmwasserversorgung, dann kommt natürlich noch das Thema Wasserleitung bzw. Warmwasserleitung dazu. Die müssen dann im Haus noch gezogen werden in der Regel. Und das ist dann natürlich auch mit höheren Kosten verbunden. Aber meistens überschätzen Laien das wirklich. Das bedeutet im Prinzip, holen Sie sich da einfach einen Handwerker, der sich das anguckt und Ihnen dafür ein Angebot macht. Und dann werden Sie relativ schnell feststellen, dass es höchstwahrscheinlich gar nicht so teuer ist, wie Sie sich das ursprünglich gedacht haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zum Thema Keller. Im Keller geht es hauptsächlich um die Außenwände. Das ist wirklich ein Thema, da sollten Sie mal schauen. Bei älteren Häusern ist es in der Regel oft so, dass der Keller ein bisschen feucht ist. Das ist auch gar nicht schlimm. Machen Sie sich keine Gedanken, wenn das Haus schon 80, 100 Jahre da steht und es im Keller ein bisschen feucht riecht, dann wird das auch die nächsten 50 Jahre nicht zusammenbrechen. Da brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Wenn natürlich alles voll ist mit Schimmel oder sonstigem, dann wäre das schon mal die Überlegung, ob Sie die Außenwände aufgraben, das Ganze neu abdichten. Das kann natürlich teuer werden, hängt aber auch damit zusammen, was Sie da eventuell selbst machen können. Ich habe schon Familien gesehen, die haben ein komplettes Haus außenrum aufgegraben, haben das selbst abgedichtet, alles wieder zugemacht. Dann ist es natürlich im Verhältnis zu dem, wenn Sie jemanden beauftragen oder eine Firma beauftragen, die Ihnen das macht, wesentlich günstiger. Aber auch das hängt natürlich von Ihrem handwerklichen Geschick ab und auch von dem, was Sie sich persönlich zutrauen. Aber prinzipiell ist sowas alles möglich. Also was Sie nicht machen sollten, wäre einen neuen Gasanschluss legen oder eine Heizung anschließen oder einen neuen Stromanschluss legen oder Strom anschließen. Also sowas auf gar keinen Fall selber machen. Dafür holen Sie sich bitte einen Fachmann. Aber wie ich bereits gesagt habe, Schlitze klopfen, um Elektroleitungen oder Wasserleitungen zu verlegen, das sind Arbeiten, die können Sie auf jeden Fall selbst durchführen oder im Bekanntenkreis jemanden fragen, der vielleicht handwerklich einigermaßen geschickt ist. Und dann halten sich diese Kosten auch relativ im Rahmen. Sie sollten aber, wie ich eben schon gesagt habe, mit dem Keller immer mal bedenken, wenn Sie sich ein wirklich älteres Haus angucken, wie wir es jetzt momentan zum Beispiel haben von 1912, das Haus steht schon über 100 Jahre. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass die Häuser damals, so wie sie gebaut wurden, auch funktioniert haben. Und das Haus wird Ihnen auch noch die nächsten 100 Jahre erhalten bleiben, wenn Sie es einfach ordentlich pflegen und da jetzt nicht irgendwelche tragenden Wände wegnehmen, ohne diese abzustützen. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Viele Interessenten fragen uns immer, können wir diese Wand wegnehmen, können wir die Wand wegnehmen, wollen von uns einen Grundriss sehen. Wir sagen dann immer, wenn Sie das machen wollen, holen Sie sich bitte einen Architekten oder Statiker, der sich damit auskennt. Dafür fragen Sie bitte einen Profi, der Ihnen wirklich da eine belastbare Auskunft geben kann und der Ihnen auch sagt, ja, wenn Sie die Wand wegnehmen, dann brauchen Sie aber einen Unterzug oder eine Stütze oder sonstiges und dann kann das Ganze auch funktionieren. Prinzipiell arbeiten wir sowieso nach dem Prinzip, schauen Sie sich das Haus so lange an, prüfen Sie alles, bis für Sie 100% alles klar ist. Das heißt, es gibt keine offenen Fragen mehr. Sie haben vielleicht von einem Elektriker ein Angebot eingeholt, um die Elektrik im Haus neu zu machen, von einem Heizungsbauer ein Angebot, um die Heizungsanlage zu erneuern. Sie haben vielleicht auch Angebote für die Erneuerung von den Fenstern
und dann wissen Sie ganz genau, ein Fachmann hat sich das angeguckt, hat Ihnen gesagt, das und das würde ich empfehlen zu machen, kostet so und so viel. Und dann können Sie diese Kosten einfach in Ihre Gesamtkostenkalkulation mit einfließen lassen und am Ende einen Strich drunter machen und schauen, ob das für Sie finanziell passt oder nicht. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video heute einmal erklären, worauf Sie achten sollten, besonders wenn Sie beabsichtigen, ein älteres Haus zu kaufen, welche wichtigen Gewerke Sie mal genauer unter die Lupe nehmen sollten. Falls Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns gerne ein Like, einen Daumen nach oben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Falls Sie aktuell Freunde und Bekannte haben, für die das Thema interessant sein könnte, dann teilen Sie das Video gerne mit diesen. Und falls Sie aktuell überlegen sollten, ein Haus oder eine Wohnung in Ingelheim, Bingen, Mainz und Umgebung zu verkaufen, oder jemanden kennen, der eventuell überlegt, eine Immobilie hier im Umkreis zu verkaufen, oder Sie einfach mal wissen möchten, was Ihr Haus oder Ihre Wohnung wert ist, dann rufen Sie uns gerne an unter 06132 714 9383. Stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne für eine kostenlose Immobilienbewertung und ein unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung. So, jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ihr Felix Hoffmann.